In meiner Sturm- und Drangzeit musste ich diese Brötchen ständig machen, denn sie sind perfekt für den Toaster. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Herzlich willkommen hier auf meinem Hefewasserkanal. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles, was dein Gebäck begehrt. Fangen wir mal direkt an. Ich habe hier erst einmal eine körnige Variante. Dafür brauchen wir Hirse, geschrotete Leinsamen und einmal Sesamkörner. Bei uns sind die ungeschält. Ihr könnt aber natürlich auch die geschälten nehmen. Die habe ich jetzt schon mal abgewogen. Die genauen Mengen findet ihr unten unter diesem Video. Und das Ganze übergieße ich jetzt erst einmal mit heißem Wasser und lasse die Körner mindestens 2 bis 4 Stunden einweichen, damit die später die Brötchen nicht trocken machen. Ganz wichtig, gilt auch für jegliches anderes Gebäck. Wenn ihr da Körner drinne habt, weicht die vorher ordentlich ein. Ich decke das Ganze auch nochmal zu, denn ansonsten passiert es mir vielleicht, dass ich irgendwas reinwerfe versehentlich oder sonst mir was umkippt und so bleibt die Wärme schön drin. So, und wenn es soweit ist, habe ich jetzt hier 300 Gramm Vollkornmehl, hier habe ich Dinkel genommen und dann nochmal Haferflocken. Die habe ich diesmal zerteilt in körnige und zarte. Ihr könnt natürlich auch nur feine oder auch nur grobe Haferflocken verwenden, ganz wie ihr möchtet. Ein bisschen Salz, das ist natürlich ganz wichtig. Ich achte natürlich darauf, dass es immer nicht zu viel ist. Und dann auch noch ein bisschen Öl. Ich habe jetzt hier ein neutrales Pflanzenöl genommen. Ihr könnt auch das hier gerne einmal variieren. Und jetzt aber die wichtigste Zutat, die kann nicht variiert werden, mein Hefewasser. Ich habe das Anstellgut hier ein bisschen hineinpüriert. Das waren jetzt Pflaumen. Passt natürlich zu der Jahreszeit. Wie das Ganze funktioniert und warum ich Hefewasser benutze, erfahrt ihr oben rechts unter dem i. Hier noch der Quark. Denn es handelt sich bei diesen Toastbrötchen um Eiweißbrötchen. Denn durch den Magerquark und die Haferflocken ist es sehr eiweißhaltig. Mit dem Dinkel Vollkornmehl in Verbindung super lecker und gesund. Passend natürlich noch die Kerne dazu. Die kommen jetzt hinzu zum Teig. Hier werde ich ein bisschen von dem Wasser abgießen. Wenn euch das ein bisschen unangenehm ist, weil der Leinsamen ja immer so ein bisschen schleimig wird, könnt ihr den auch separat eben einweichen. So. Das Ganze geht da einmal hin. Und weil das wirklich so ein super easy peasy Teig hier ist, werde ich das tatsächlich heute auch noch mal eben mit den Händen machen. Übrigens, die Jüngsten haben sich ein bisschen über die Körner und Gesundvielfalt beschwert. Ich habe sie jetzt heute zum Beispiel auch angesetzt. Und zwar ohne Körner, aber trotzdem mit Dinkel-Vollkornmehl. Und da bin ich schon mal sehr gespannt, wie da die Meinung bei den Jüngsten ist. Es ist auf jeden Fall sehr lecker und wenn ich fertig geknetet habe, decke ich das Ganze ab und lasse es bei Zimmertemperatur so lange stehen, bis das ein bisschen hochgegangen ist. So, und das könnt ihr jetzt hier vielleicht erkennen. Auf jeden Fall am Deckel. Er berührt jetzt den Deckel, was er vorher nicht getan hat. Und dann habe ich hier jetzt nochmal so einen kleinen Klugscheißer-Tipp. Den fertigen Teig gebe ich jetzt nochmal mindestens für 1, 2 Stunden in den Kühlschrank. Dann zieht er schön durch und wird fest. Dadurch könnt ihr ihn viel leichter bearbeiten, weil wenn der warm ist, dann wird es ein bisschen schwieriger bei dem Teig. Dann ist er so klebrig und dann müsst ihr mit Mehl oder Öl nacharbeiten. Von daher probiert das mal aus. Ihr könnt das auch über Nacht in den Kühlschrank stellen und dann seht ihr schon mal, das ist so eine ganz feste Masse geworden. Und die sind wirklich klasse. Ein Brötchen reicht, ihr backt das und die sind so flach, ihr schneidet die später durch. Und dann könnt ihr sie entweder in jeden Schlitz eine Hälfte machen oder wenn euer Toaster groß genug ist, passen die auch in einen Schlitz rein. Und in meiner Sturm- und Drangzeit habe ich die wirklich geliebt und die nur gegessen. Die gibt es fertig zu kaufen, aber fertig zu kaufen ist ja immer der Nachteil. Da ist ja irgendein Scheiß drinne. Entschuldigung. Da ist irgendetwas drinne, was wir nicht mögen oder vertragen. Und deswegen machen wir das natürlich gerne einmal selber. Hätte ich das Rezept damals schon gehabt, ich schwöre euch, ich hätte die selber gemacht. So, ich zerteile die jetzt. Die Brötchen werden natürlich ein bisschen größer, denn man soll ja auch was davon haben. Aus der ganzen Sache mache ich 8 Stück. Und hier könnt ihr die schon einfach ein bisschen rundrollen. Ihr müsst nichts zuknipsen. Die sind wirklich total einfach. Gerade auch vielleicht für die Brötchenanfänger geeignet. Sollten sie zu viel kleben, macht ein bisschen Wasser auf die Hände oder ein bisschen Öl. So. Und haltet aber auch schon mal ein Backpapier zur Seite, beziehungsweise ein Backblech mit Backpapier. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch schon den Ofen vorheizen. Und zwar sind das 220 Grad Ober- und Unterhitze. Die brauchen so circa 15 bis 20 Minuten.
lassen sich natürlich auch einfrieren. Ich habe das jetzt tatsächlich so gemacht, dass ich die aufgeschnitten eingefroren habe. Das heißt, wenn ich die dann essen will, packe ich die einfach in den Toaster rein. Einfach und unkompliziert, kann ich euch wirklich sehr empfehlen. So, ich punche jetzt hier noch ein bisschen weiter rum. Ach Mensch, es macht so viel Spaß. Und danke, liebe Uli, von ihr stammt nämlich das Rezept. Wir hatten noch überlegt, ob wir Brötchen draus machen oder Brot. Ich habe mich jetzt tatsächlich für die Brötchen entschieden. Und ich muss gestehen, ich habe dieses Rezept ganz lange auf die lange Bank geschoben. Ich habe mich nicht getraut. Das ist tatsächlich so. Ich habe manchmal Rezepte, die habe ich schon ewig da und denke so, Mensch, ich will die machen, aber ich traue mich nicht, weil ich Angst habe, dass es mir misslungen ist. Weil es vielleicht einem von euch auch misslingt und ja, dann ist natürlich die Angst da, dass mir das genauso geht. Und ich war einfach nur froh, dass es bei denen geklappt hat. Die sind schön flach geblieben, aber waren total fluffig und saftig. Also, ich bin schon sehr gespannt auf eure Meinung. Kennt ihr diese Toastbrötchen eigentlich aus dem Supermarkt? Also, die sind immer so zwei Stück durchgeschnitten in so einem Paket. Ich zeige euch gleich auch vielleicht nochmal das Foto. So, jetzt öle ich doch nochmal meine Hände ein bisschen ein. Der Teig wird nämlich warm. Und pack diese runden Patties. Sind sehr faszinierend. Also, wäre das jetzt Fleisch, würde ich sagen, das wären Hamburger. Und pack jetzt immer vier Stück auf ein Backblech. Das passt am besten, weil ich die gleich nochmal ein bisschen flach drücke. So. Ja, ganz liebevoll. Ich bin wirklich immer ganz vorsichtig, wenn ich Videos für euch mache. Ihr solltet mal das sehen, wenn ich die Kamera aus habe. Dann klatsche ich alles so in der Küche hin. Na, nicht ganz so schlimm, ne? Aber tatsächlich, wenn ihr dabei seid, in Gedanken, im Video, dann bin ich ein bisschen zärtlicher zum Gebäck. So. Dann noch ein bisschen platt gedrückt. Ich versuche, dass man so diese Fingerdrücke nicht sieht und gehe dann noch ein bisschen mit der Handfläche drauf. Aber das, ich finde, das kann sich schon sehen lassen. So. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie es euch gelungen ist, ob ihr sie kennt und wie sie euch schmecken. Das ist mir ganz wichtig. Und habt ihr das mit der Körnervariante gemacht oder ohne Körner? So, ab in den Ofen jetzt mit denen. Die sprühe ich noch ein bisschen ein. Wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, abonniert den Kanal und vor allem aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr auch kein weiteres Video. Aber ich habe noch was viel Besseres für euch. Ihr braucht eine ganz schnelle Rückmeldung oder noch ein bisschen mehr. Tja, dann werdet ihr Mitglied, ist jederzeit kündbar und davon habt ihr viele Vorteile. Steht auch noch mal unten unter diesem Video. Tja, ich war sehr nervös vor, während und nach diesem Video. Sie sind wirklich sehr, sehr fluffig, flach geblieben, Gott sei Dank, denn sonst wären es ja keine Toastbrötchen. Und mit so viel Eiweiß, Vollkorn und auch noch Körnern, tja, da ist gesunde Ernährung total einfach und vor allem lecker. Ich schneide sie jetzt hier auf und ihr könnt es vielleicht am Messer erkennen, die sind wirklich ganz saftig. Meine erste Befürchtung war, die sind nicht durch, aber zack. Die sehen doch wirklich klasse aus. Ganz saftig und weich. Und ich wünsche euch wirklich, oh Moment, ich muss noch kurz probieren. Lecker. Ich wünsche euch wirklich ganz viel Spaß beim Nachbacken. Ich bin bald wieder zurück und sende euch herzliche Grüße. Eure Emma.